schon ein alter Mercedes hier gerade rechts. Interessantes Auto. Wie das einfach aussieht. Interessant. So, jetzt kommen wir zur Porsche. Ich weiß, vorhin habe ich dieses Auto gerade vorbeifahren gesehen. Und dieser Motor ist einfach ziemlich geil. Sieht auch schön aus. Sportauto. Auch schon hinten ein schöner Spoiler. Aber sieht echt auch ziemlich geil aus. Ich weiß, BMW und Porsche sind auch deutsche Autos. Deswegen sieht echt wunderschön aus. So eine Porsche. Warte, ich zeig mich mal von dieser Seite. Porsche GT3. Echt cool. Schönes Auto. Von innen. Boah, echt schon cool. Cooles Ding, ey. Cool. Stimmt, hier ist auch ein deutsches Auto. Stimmt ja. Gar nicht mehr merkt. So, BMW, Porsche, Mercedes, sind deutsche Autos, okay, gut zu wissen. Hier mal weiter. So. Was dann? Was ist hier noch? Ja. Interessantes Auto. Schön. Drei Auto. Ah, zwei Minuten. Porsche. Jetzt sage ich meine schon Nissan Skyline, ich weiß, war ziemlich schön das Auto. Ich weiß, das Auto ist ja damals mal früher Paul Walker mal gefahren bei Fast and Furious. Das war ziemlich interessant, das Auto, finde ich. Ist auch schön. Und Skyline in Blau, schöne Farbe, finde ich. Schön. Ich weiß, sowas sieht man auch nicht auf, seltenes Auto. Also man sieht relativ den selten. Aber schönes Skyline GTR. Kann man echt schon sagen, schon geil. Einmal fällt man nur gleich hier raus. Cool. Noch zwei Motorräder und so ein Motorroller. Und schön noch ein schöner Audi R8, den Rennwagen. Auch ziemlich interessant. Wie das hier rumsteht. Cool. Echt ein cooles Ding. Schön. Okay, dann bis gleich.